Vom ersten Augenblick ist klar, das ist Playoff, da geht's zur Sache. 2 Minuten gegen Hager, damit Überzahlsituation für die in den weißen Trikot spielenden Pinguins. Knapp 10 Minuten sind vorbei. München muss ganz schön kämpfen. Bremerhaven lässt sie aber auch schön laufen. Nur der Abschluss misslingt. Allerdings sind die Fishtown-Pinguins von Anfang an frech. Immer wieder kommen sich die Spieler nahe, oftmals zu nahe. Die Brisanz ist ständig zu spüren, zu sehen ist. Die Gäste aus Bremerhaven sind besser. Zunächst mehr Scheibenbesitz, mehr Torschüsse. Knappe Viertelstunde gespielt, beide Teams gehen hohes Tempo. Die Münchner werden gerade etwas besser. Da setzen die Bremerhavener den ersten Akzent, 0-1. Markus Wickenstadt wird als Torschütze genannt. Es ist sein 4. Playoff-Treffer. Der steht in der Mitte goldrichtig. Aber in dieser Einstellung ist klar zu erkennen, die Scheibe prallt an den Schuh von Emil Johansen und von dort ins eigene Gehäuse. Bremerhaven also in Führung nach dem ersten Abschnitt. Der zweite beginnt noch etwas härter und hektischer als der erste. Zunächst Powerplay für München. Dann muss Trevor Parks vom Eis, zu viele Spieler von München drauf. Und dann darf auch McWilliam nach diesem Foul erstmal 2 Minuten Platz nehmen. Damit 5-3, Powerplay für Bremerhaven. Bruckgieser patzt und Parks hat diese Möglichkeit. Trevor Parks gerade von der Box zurück aufs Eis. So eine Möglichkeit allerdings sollte er sich nicht entgehen lassen. Parks scheitert an Gudlewskis. Wenig später die Pinguins in Überzahl. Immer noch agiler, spielbestimmender, konsequenter. Und 2-0. 26 Minuten gespielt. Miha Verlic baut die Führung der Gäste weiter aus und das durchaus zurecht. München bemüht sich, cool, geduldig zu bleiben. Die Möglichkeiten sind da, nur fehlt der zählbare Erfolg. Gute halbe Stunde gespielt. München mit dem nächsten Versuch und der klappt. Eisenschmied mit dem Anschlusstreffer zum 1-2. Ein Treffer mit Finesse, mit Übersicht und Konsequenz. Kurz haben die Münchner ihr Können aufblitzen lassen. Markus Eisenschmied mit seinem ersten Playoff-Tor in der 34. Minute. Und jetzt sind die Gastgeber da, mit Kopf und Körper. Genau da, wo sie hinwollten, spielbestimmend. Daubner und der Ausgleich. Das 2-2 in der 37. Minute, enorm wichtig jetzt für die Münchner in dieser Phase. Es ist eine Art Befreiung und auch dieser Treffer klasse herausgespielt. Warten, warten, passen und dann treffen. Maximilian Daubner macht es 2-2, so geht's in den letzten Abschnitt. Da fällt zwar ein Tor, aber nur das Gehäuse wird abgeräumt. Irgendwie ein Sinnbild für das Tempo und die Power, die beide Teams zeigen. Es bleibt allerdings beim 2-2. Damit geht es zum ersten Mal in die Overtime. Und da drehen beide Mannschaften nochmal richtig auf. Jedes Team hat Chancen. Keines schenkt dem anderen Raum oder Verschnaufpausen. Es ist eine Partie auf wirklich hohem Niveau. Jetzt die Fishtown Penguins, Bruckgieser und die Scheibe ist drin. 2-3. Gewinnen die Fishtown Pinguins in München. Die Bremerhavener sind einen Moment cleverer. Bruckgieser setzt sich da klasse an der Bande durch, hat Zug zum Tor, täuscht den Pass an und schlänzt ins Eck. Philipp Bruckgieser entscheidet das 2. Playoff-Halbfinalspiel für die Fishtown Pinguins. 2-0 führen die jetzt im Best-of-7-Modus, aber noch ist nichts entschieden.